Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Lauer und Wehner. Neben mir sitzt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Und neben dem wiederum sitzt der Berliner und westdeutsche Publizist Christopher Lauer. Ja, insbesondere meine publizistische Tätigkeit in Westdeutschland, ich muss sagen, bis 1990, bis zu meinem sechsten Lebensjahr, mein Frühwerk, mein Oeuvre, das ist ja bekannt. In frühen Jahren die Berufsbezeichnung Publizist verdient. Das war dann mehr so konkrete Poesie, die du gemacht hast. Das war sehr konkret. Wir haben einen Podcast, Lauer und Wehner heißt der. Es geht in diesem Podcast um Politik. Ich weiß gar nicht, was wir früher in diesem Teil hatten zwischen jetzt und wo du gleich erklären wirst, lieber Ulrich, worum es in Lauer und Wehner geht. Früher, da hieß dieser Podcast noch Lauer informiert, hast du, glaube ich, aus dem Jahrhundertwerk Ulrich Wickerts vorgelesen, nämlich Der Ehrliche ist der Dumme. Ja, nachdem wir diesen Merksatz, diese Heuristik entwickelt hatten, oder nicht entwickelt, ja, wir haben ich korrigiere, ausgegraben hatten und darauf gestoßen waren, haben wir eine Zeit lang daraus vorgelesen. Aber das war dann, wir fanden das am Anfang lustig, in der Mitte dann auch und irgendwann war es so fad, da haben wir es aufgegeben. Wir überlegen stets, ob wir vielleicht Werke von Peter Hane oder anderen Nobelpreiskandidaten auf jeden Fall hier vielleicht zur Vorlesung bringen. Bislang tun wir das nicht. Bislang konnten wir uns dazu noch nicht durchringen, weil wir einfach, obwohl wir weiße heterosexuelle Männer sind, wir fühlen uns dazu unsicher, was das angeht, Literatur. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben keinen Bock, die vorzulesen. Wenn wir Bock darauf hätten, Peter Hane vorzulesen, hätten wir das schon längst gemacht. Ja, ist aber nicht möglich, weil es nicht lesbar ist. Ja, schon. Obwohl es deutsch ist und obwohl wir der deutschen Sprache eigentlich ganz gut mächtig sind, kriegen wir es nicht hin. Bei dem Buch von Herrn Ulrich Wickert konnte ich mir jedenfalls auch zu keinem Zeitpunkt, zu dem du daraus vorgelesen hast, vorstellen, dass irgendjemand dieses Buch tatsächlich ganz gelesen hat. Denn, oder vor dem Hintergrund, dass diese Bücher sehr häufig verkauft worden sind, Herr Wickert ist ein reicher Mann, zählt wahrscheinlich zu denen, die, auch wenn der Soli zu 96,5% abgeschafft wird, immer noch Soli zahlen. Jedenfalls, Herr Wickert hat viele dieser Bücher verkauft, die auszugsweise Lektüre des Inhaltsverzeichnisses und die auszugsweise Verlesung von Teilen des Inhalts legen den Verdacht nahe, dass kein Mensch, vielleicht ein Verlagsangestellter, aber kein Mensch, der das Buch gekauft hat, das wirklich gelesen hat. Das kann einfach nicht sein. Es ist unmöglich. Und wenn man sich anguckt, wie gut erhalten man diese Bücher zum Beispiel in Sozialkaufhäusern erwerben kann, Ulrichs Ausgabe, die ich dir, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt habe, das ist ja ein Traum. Das ist ja die gebundene Ausgabe, die habe ich in einem sozialen Kaufhaus in Bonn-Bad Godesberg gekauft, sollte ursprünglich 50 Cent kosten, glaube ich. Ich konnte die, weil mir das sehr unangenehm war, dieses Buch für so wenig Geld zu kaufen, konnte ich die Verkäuferin noch dazu überreden, es mir bitte 1 Euro dafür abzunehmen. Das hat dann aber für größere Komplikationen gesorgt, weil das mit dem Kassensystem dann aus irgendeinem Grund nicht möglich war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir die Zeit zwischen Begrüßung und was wir in diesem Podcast machen, doch ganz gut gefüllt, wie ich finde. Ulrich, sag du doch mal, was machen wir hier in diesem Podcast eigentlich? Ja, das ist eine schöne Frage und eine mehrgliedrige Antwort darauf. Erstens, du hast schon einen Teil vorweggenommen, indem du deinen eigenen Beitrag charakterisiert hast als, ja, ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Und wir sind der Podcast für den Aufbau der eigenen Persönlichkeit. Das war der Versuch eines Scherzes. Zweitens, wir sind seit heute der Podcast für Sprunginnovation. Ja. Und werden gleich den Begriff der Sprunginnovation
Das wird die Innovation sein, ich kann das Ergebnis schon mal vorwegnehmen, die die Bundesrepublik Deutschland mit einem riesigen Sprung nach vorne katapultieren wird. Wir sind der Podcast zur Sprunginnovation. Drittens, wir... Na, red ruhig weiter. Ich hatte nur zu Sprung und Deutschland durch einen Sprung nach vorne bringen. Ich als alter China-Experte muss da natürlich immer an den großen Sprung nach vorn denken. Das, was die Chinesen gemacht haben, um in den 60er Jahren war das der Plan der Chinesen, nämlich wie wird man eine große Industrienation? Und damals bemaß man das unter anderem auch an der Stahlproduktion innerhalb eines Landes. Und dann hat sich Mao Zedong überlegt, es wäre doch toll, wenn China der größte Stahlproduzent der Welt wird. Wir werden auch diesen Sprung für das Land, in dem wir leben, werden wir den auch propagieren, fördern. Den Sprung in eine super innovative und fröhliche, glückliche Zukunft in Deutschland. Deutschland wird da ganz nach vorne kommen. Ja. Deshalb der Podcast für die Sprunginnovation. Bei Sprung denke ich immer an zwei Leute, an Neil Armstrong mit dem Small Step for Man, Giant Leap for Mankind. Ja. Und an Wolfgang Clement, der sich, als er irgendwo völlig über die Stränge geschlagen hatte. Wie in der Paris-Bar oder was? Nein, ich glaube parteiintern. Ach so. Ich weiß nicht mehr weshalb. Aber da hat sich dann Wolfgang Clement, nachdem er also atemberaubend fertig gemacht oder atemberaubend kritisiert wurde, hat er sich wohl so ein bisschen lauwarm entschuldigt. Und da war ein Kommentar, den fand ich sehr weise, ist ein bisschen viel, fand ich ganz interessant. Er sagte, ja, das ist ein großer Schritt für Wolfgang Clement, aber ein ganz kleiner Schritt für die Menschheit. Also ich fand diese umgekehrte, dieses Spiel mit dem großen Schritt und dem kleinen Schritt und dem, fand ich ganz lustig. Ja. Ja, ich merke, du auch. Und drittens das Problem ist halt einfach, dass bei Wolfgang Clement, den kenne ich zwar noch so als Politiker aus dem Fernsehen, und ich glaube, ich bin ihm tatsächlich schon mal total besoffen vor der Paris-Bar begegnet. Aber da war halt nicht ich total besoffen, sondern er. Ich habe ihn einfach gegrüßt, er hat freundlich zurückgegrüßt. Das war noch bevor ich Abgeordneter war. ich finde, ich assoziiere den leider mit schlechter Politik. Ja, der ist so sehr, ich habe den auch nicht mehr so richtig präsent. Der war mal Superminister. Der war auch mal Ministerpräsident von NRW. Der war Ministerpräsident von unser Ministerpräsident. Ja. Er war Superminister, glaube ich, für Wirtschaft und Finanzen. Nee, Wirtschaft und Arbeit. Jedenfalls super. Und er ist, das habe ich nur so ein bisschen auch eher schemenhaft in Erinnerung, er ist dann entweder zum Ende seiner Karriere oder nach dem Ende seiner Karriere enorm halsstarrig geworden. Ja, er ist aus der SPD ausgetreten. Und war meines Erachtens in Sarrazin-Nähe. Und da fand ich diese Charakterisierung, weil ich finde diese Charakterisierung, das ist eine Möglichkeit, verschiedene Menschen zu charakterisieren, die sowas machen, wo sie glauben, wie toll das jetzt war. Und die Maßnahme eines Mitmenschen zu charakterisieren, das ist ein großer Schritt für ihn oder sie, aber ein ganz kleiner Schritt für die Menschheit. Das kommt mir öfter in den Sinn. Wollte ich teilen. Ja, also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es war Wirtschaft und Arbeit. Das ist gut. Wir sind, wie gesagt, zweitens erwähnt der Podcast für die Sprunginnovation und drittens sind wir der Podcast für die therapeutische Abreaktion von uns. Und wir möchten das Beispiel geben oder die Möglichkeit geben, auch für andere sich abzureagieren. Denn die Themen, die im Laufe einer Woche gekocht werden, erfordern es, dass man sich ihnen nicht einfach ungeschützt aussetzt, sondern dass man sie in minimalster Weise zumindest bearbeitet, und das machen wir dadurch, dass wir sie besprechen. Und als methodische Vorgehensweise empfehlen wir uns und anderen die Trennung zwischen Fakten und Meinung, zwischen Tatsache und Gefühl.
Also Fakten slash Tatsache auf der einen Seite und Meinung slash Gefühl auf der anderen Seite. Wobei Gefühl noch die undifferenzierte Form der Meinung möglicherweise ist. Das ist das, was wir tun, und da möchten wir eine Abreaktion, eine Abfuhr, damit sich das nicht zu bösartigen Verhärtungen in Leib und Seele auswächst oder bildet, möchten wir faktenbasiert uns drüber unterhalten, aufregen, abreagieren. Ja, manchmal gelingt uns das, manchmal gelingt es uns das nicht. Manchmal sind wir auch da irgendwie viel zu selbstkritisch. We will see. Was mir noch wichtig war beim großen Sprung nach vorn in China zu erwähnen, ist, dass der ja für die Chinesen so endete, dass dann, ich glaube, 60 Millionen Chinesen gestorben sind, so schätzungsweise. Was daran lag, dass insbesondere die Bauern diesen Stahl herstellen sollten. Der wurde dann gepuddelt. Das ist eine Stahlherstellungstechnik, die ist ungefähr so jetzt mittlerweile 250 Jahre alt, ja, Puddelstahl, so hat man zu Frühzeiten der industriellen Revolution Stahl in Großbritannien, aber dann auch anderen Ländern hergestellt. Dieser Stahl war sehr gut. Also wenn er da in zum Beispiel Großbritannien hergestellt wurde, war lange Zeit den Stählen, die aus also industriellen Verfahren hergestellt worden sind, überlegen. Hatte aber den Nachteil, dass du da wirklich hochqualifizierte Facharbeiter brauchtest. Also puddeln bedeutet wirklich, da stand dann so ein Typ davor, der hatte einen langen Haken und hat dann also diesen Stahl, das Eisen, da wirklich aus dem Eisenerz, das dann dort in einen Ofen gelegt wurde, so rausgepult und hatte dann also so eine Stahlmasse, die er da so mengte mit seinem Puddelhaken. Ja. Das war also vermutlich auch keine ganz einfache Arbeit. Das war körperlich keine einfache Arbeit, das war aber auch intellektuell, würde ich sagen, herausfordernd, weil du natürlich, also was heißt intellektuell herausfordernd, aber du musstest halt wissen, was du machst. Du brauchtest ein gutes Gefühl dafür, du musstest die Arbeitsschritte irgendwie kennen, weil da konnte auch leicht was schiefgehen, wie es dann zum Beispiel in China passiert ist. Denn was die chinesischen Bauern dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, ja gut, also wenn wir hier eh nur so eine Quote erfüllen müssen, ja, also die KP gibt vor, weiß ich nicht, eine Tonne Stahl. Ja, und jetzt haben wir aber überhaupt gar kein Eisenerz dafür. Ja, gar kein Problem. Dann nehmen wir einfach alle metallischen Gegenstände, die wir haben, und schmeißen die halt in diese Puddelöfen. Das ging so weit, dass die Bauern teilweise auch ihre Pflüge und so eingeschmolzen haben. Und das hatte dann wiederum die etwas... Hätte man vorher drauf kommen können, aber das hatte dann zur Folge, dass die Felder nicht bestellt wurden. Und eine der größten jemals vom Menschen verursachten Hungerkatastrophen entstanden ist, im Zuge derer dann eben so viele Chinesinnen und Chinesen starben. Wie viele genau, weiß man allerdings nicht, weil das Record-Keeping in der Volksrepublik damals auch nicht so gut war. Das passt allerdings, Stichwort gut in unsere Themen hinein. Wir haben heute einen kleinen wirtschaftlichen Schwerpunkt, wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt, und auch mit Technik befassen wir uns, und der Aspekt, den du genannt hast, also der Bauer, der seinen Pflug einschmilzt, damit die Vorgabe im Hinblick auf die Stahlproduktion erfüllt wird, der also sozusagen von der Substanz lebt. Er ist ein Vorläufer der schwarzen Null. Er ist ein Vorläufer der schwarzen Null. Und bevor wir zu all den schönen Themen kommen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die diesen Podcast hier finanziell unterstützen. Wie man diesen Podcast finanziell unterstützen kann, steht auf unserer Webseite lauerundwena.de. Wenn man unserem Twitter-Account @lauerundwena folgt, dann steht das dort auch. Ich twitter es nämlich in regelmäßigen Abständen. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, die uns da bereits unterstützen. Wir haben ja schon vor vielen, vielen Folgen mal erklärt, was wir gerne machen würden, wenn wir zum Beispiel davon leben könnten. Mehr Podcasts, bessere Qualität,
nicht mehr abends aufnehmen und so in der Freizeit machen, sondern halt so richtig. In Farbe. In Farbe und bunt. Aber dafür reicht es halt einfach noch nicht. So kann man ganz vorsichtig, nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung meines Hauses so sagen. Im Moment sind es und bleiben es noch im Vergleich zur Gesamthörerzahl 1,5%, die uns hier unterstützen. Das ist schon, glaube ich, ganz bemerkenswert, dass das überhaupt Leute machen, und ich finde es auch wirklich toll. Aber es reicht halt noch nicht, dass wir jetzt, weiß ich nicht, unsere Brotjobs an den Nagel hängen und sagen, hey, fuck it, wir machen jetzt nur noch Podcasts. Es wäre aber ziemlich geil, wenn wir das sagen könnten. Die einzigen, die es ändern können. Dieses Durchgangsstadium des Halbtagsanwalts, das wird auch interessant. Ja, und das Einzige, was wer etwas daran ändern kann, seid ihr. Und womit könnt ihr das ändern? Mit eurem Geld. Wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, die uns bereit Was man da ja auch sieht, ja. Wir hatten ja, sind zuweilen, das wäre jetzt auch aus aktuellem Anlass mit dem Lebensmittellogo, mit der Lebensmittelampel und Ähnlichem auch wieder mal ein Thema. Wir hatten in lockerer Folge Beiträge zum Versagen von Selbstkontrolle und Freiwilligenprogrammen. Ja. Und wahrscheinlich ist das so eine Quote, die man bei Freiwilligenprogrammen typischerweise erreicht. So 1-2%. Ja, genau. Und vielleicht mag der ein oder andere Hörer uns Lügen strafen und sagen, bei Lauer und Wehner ist eine Freiwilligenquote, die weit über dem Durchschnitt der Lebensmittelindustrie oder der Plastiktütenhersteller oder der, wer verpflichtet sich noch selbst, der Gendergerechtigkeitsselbstverpflichtung verpflichtet, ja, genau, liegt. Wir stellen auch Frauen ein. Auf jeden Fall, ja das, nein, das ich würde dir da vollkommen recht geben. Also gefühlt ist das so. Und man muss ja dazu sagen, dass wir bisher bei unserem Podcast darauf verzichtet haben, so komische, das heißt komische Plattformen. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel diese Plattform Steady, die ist auch okay. Es gibt zum Beispiel so journalistische Produkte wie Übermedien vom Stefan Niggemeier, die das benutzen. Es gibt diese Webseite, die ich ja auch schon öfter erwähnt habe, Volksverpetzer, die das benutzt. Ich habe ja auch schon mal hier erwähnt, dass ich über Steady hier dem Stefan Niggemeier dafür sein Übermedien-Ding 25 Euro im Monat rüberschiebe. Ich lese das zwar nie, aber ich weiß, okay, cool, da machen dann coole Leute unabhängigen Medienjournalismus. Und das Problem bei Steady ist aber, dass sie halt am Ende des Tages bleibt von jedem Euro, den du da kriegst von deinen Hörerinnen und Hörern, werden irgendwie so 30% abgezogen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das bleibt uns ja natürlich erspart, wenn ihr die Kohle einfach direkt auf unser Konto überweist. Der Vorteil bei Steady ist aber dann tatsächlich, dass du so Späße machen kannst, wie dass du sagst, okay, die neuen Podcast-Folgen können nur von unseren zahlenden Hörerinnen und Hörern zunächst gehört werden. Oder die zahlenden Hörerinnen und Hörer kriegen einen werbefreien Podcast und. Vielleicht müssen wir zu solchen drastischen Maßnahmen greifen. Fände ich scheiße. Mein großes Vorbild ist da ja Tim Pritloff, der das ja im Grunde genommen sich ausgedacht hat, mit dem fürs Podcasten von der Community bezahlt werden. Und damit seit Jahren erfolgreich läuft. Aber vielleicht haben wir auch einfach noch nicht so eine große Hörerschaft wie Tim Pritloff. Ja, wir werden auch gleich mal sehen, wie das vielleicht mit der Einkommensverteilung in Deutschland zu tun hat. Die Einkommensverteilung in Deutschland, da kommen wir gleich drauf. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach unterstützt. Wenn ihr aus welchen Gründen auch immer, nicht jeder verfügt über einen, weiß ich nicht, größeren Amount. Ich habe da früher immer Fuck You Money gesagt, ne? Also wenn wirklich alles bezahlt ist und auch das Essen bezahlt ist, dass du dann irgendwie sagst, okay, ich habe jetzt noch, weiß ich nicht, 200, 300. Wenn du also ganz oben auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide angelangt bist, genau, hast du immer noch Knete in der Tasche. Genau, und du dann auch immer Knete in der Tasche hast, ne? Das ist das, was ich Fuck You Money nenne. Und wenn ihr kein Fuck You Money habt, was nicht schlimm ist,
Und was auch eher klar sein soll, ja, ich meine, ja. Deutschland ist ein Niedriglohnland, das ist leider so. Also das hat mich auch bei diesem Gehaltsreport sehr stark irritiert. Dann hinterlasst uns doch einfach eine nette Bewertung auf iTunes zum Beispiel. Oder auf YouTube. Oder auf den ganzen Kanälen, die angegeben sind. Auf unserer schönen Webseite lauerundvena.de. So, jetzt aber mal zum ersten Thema. Jetzt muss ich in die Notizen gucken, die ich mir gemacht habe. In ich gebe das Vorgespräch. Stichwort Sprunginnovation. Achso, Sprunginnovation. Ja, da möchte ich eingangs etwas zu sagen. Ich bin mittlerweile Bachelor of Arts im schönen Fach Wissenschafts- und Technikgeschichte. Und die Wissenschafts- und Technikgeschichte ist ja eine Disziplin, die sich auch sehr intensiv mit den Fragen der Innovation auseinandersetzt. Insbesondere die Technikgeschichte, insbesondere mit der Frage, was ist eigentlich eine Innovation? Wie kommt eine Innovation in die Welt? Wie diffundiert sie dann in eine Gesellschaft? Wie interagieren Menschen mit Technik, ja, mit Innovation? Das ist eine auch Frage der Techniksoziologie, die so ein bisschen zwischen Technikgeschichte und ja, Soziologie dann halt steht. Aber das Wort Sprunginnovation. Das ist dir in der gesamten Technikgeschichte In der gesamten Technikgeschichte und auch in der Wissenschaftsgeschichte habe ich es noch nie gehört. Ich kann auch sagen, deshalb blieb mein Auge daran hängen, als ich las, dass im Ende des vergangenen Monats, also Ende Juli 2019, der Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovation, Rafael Laguna, den du vielleicht kennst. Wieso kenne ich den? Weil er so einen schönen Namen hat. Ein Pionier der Open Source Software ist. Ich dachte, du kennst dich damit vielleicht aus. Nee. Aber muss man auch nicht. Rafael Laguna kannte ich vorher auch nicht. Die Claudia kennt den auch nicht. Heißt der Laguna oder Lagunov? Laguna. Und geht weiter mit so einer etwas spanischartigen De La Vega oder sowas. Jedenfalls, also ich las, Gründungsdirektor der neuen Agentur für Sprunginnovation, Rafael Laguna. Daraufhin habe ich geschaut, eine Agentur für Sprunginnovation, das klingt ja krass. Interessant. Das klingt bizarr. Aber wir wollen es gar nicht vorab bewerten. Der Name trägt ja auch schon eine gewisse Bewertung in sich. Das ist auch nicht eine Werbeagentur oder so ein kleiner Krauterhaufen. Nein, das ist eine federführend vom Bundesministerium für Wirtschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung betriebene, ins Leben gerufene, im August 2018 gegründete Bundesagentur. Und die hat sich zum Ziel gesetzt, tatsächlich, wie der Name sagt, Sprunginnovationen zu fördern. Und es gibt dazu ein Eckpunktepapier, also federführend die beiden genannten Ministerien und in den Ministerien bekanntlich federführend Frau Karliczek und Herr Altmaier. Das Eckpunktepapier zeichnet sich nicht gerade durch seinen innovativen Charakter aus. Wir finden es im Internet und stoßen auf das Instrument, das auch die CSU schon gewählt hatte, um auf Rezo zu antworten. Wir stoßen auf ein siebenseitiges, in diesem Fall PDF-Textdokument. Das zeigt uns, dass man meint, Sprunginnovationen seien gerade für Deutschland wichtig, weil Deutschland in vielen Bereichen weltweiter Innovationsführer sei. Das Ziel der Agentur für Sprunginnovation ist, dass, wie schon gesagt, die Förderung, das soll erreicht werden, durch Innovationswettbewerbe. Und die Innovationswettbewerbe sollen insbesondere auch unterstützt werden dadurch, dass Ideen-Scouts für Themen mit Sprunginnovationspotenzial in der
Agentur für Sprunginnovation arbeiten und die also so Projekte an Land ziehen, identifizieren und dass dann so das Eckpunktepapier die Bundesagentur für Sprunginnovation zum Transferhub wird, als zentrale Anlaufstelle und wörtlich Katalysator sollen die geförderten Vorhaben da aktiv unterstützt werden. Das ist das Ziel und einige sehr konkrete Themengebiete, Klammer auf, Richtgröße 3 bis 4, Klammer zu, heißt es. Was in heißt dem, denn so, was heißt Richtgröße? Richtgröße ist, also einige, damit soll das, der Begriff einige, würde ich sagen, etwas konkretisiert werden und circa. Manche so. Menschen würden auch sagen, okay. Ungefähr. Ich habe gedacht, das steht da drin. So ungefähr 3 bis 4. Projekte. Ja. Und dazu sollen thematisch passfähige Innovationsmanagerinnen und Manager dann bestellt werden. Im Rahmen durch der Themenfindung soll durch angemessene gesellschaftsrechtliche Kontrollmechanismen gewährleistet werden, dass ethisch-rechtliche Leitplanken eingehalten werden. Themengebiete werden zwischen den Bundesressorts beraten und Impulse der Ressorts werden aufgenommen. Für die Anlaufphase, jetzt kommen wir zur Finanzierung, von 2019 bis 2022 werden Mittel in Höhe von mindestens 151 Millionen Euro eingeplant. Und die schmeißt die Agentur für Sprunginnovation im Rahmen dieses ihrer Tätigkeit, wird sie die, wie die Kamelle beim Kölschen Karnevalszug, irgendwie unters Volk werfen. Und anders als die, na genau, eigentlich wie die Kamelle beim Karneval, werden die, wird es ausschließlich den Leuten, die die fangen, Freude bereiten. Die anderen stehen da und sagen, prima. Also, die Agentur, oder der Begriff Sprunginnovation, wenn man ihn googelt, zeigt sich an einer Stelle bei Wikipedia unter dem Artikel zu Innovation. Und dann gibt es das Deutsche Institut für Marketing. Das hat sich auch mal mit dem Begriff der Sprunginnovation auseinandergesetzt. Und da gibt es Professor Dr. Michael Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing. Und der sagt, eine Sprunginnovation ist als echte Innovation zu verstehen, die bestehende Produkte, Dienstleistungen und auch Märkte vollständig verändert und so auch neue Märkte, Netzwerke sowie Nutzenwelten und damit auch Geschäftsfelder entstehen lässt. Also Institut für Marketing, also ein klassischer Marketing-Sprech, die Sprunginnovation. Und Frau Karliczek hat das versucht, noch ein bisschen zu konkretisieren. Ziel der Sprunginnovationsagentur, Spind heißt sie, glaube ich. Oder Spind, so. Mit D. Oder nee, SPND oder so etwas. Das können wir gleich nochmal, sage ich gleich. Nee, ich hab hier einen Tagesspiegelartikel, da steht Sprint und dann ein großes D. Sprint. Ah ja, richtig. Also so wie Spind, nur mit Sprint. Also Sprint wahrscheinlich, das soll nicht nur hoch springen, sondern auch sprintschnell gehen. Zacki, zacki. Zacki, zacki. Ziel, so die Bundesministerin Karliczek, ist es, ehrgeizige Projekte auf die Straße zu bringen, die ein Produkt oder eine Technologie von heute auf morgen komplett verändern können. So. Also die Sprunginnovation, das ist so eine Innovation, das ist jetzt einfach nicht nur eine Verbesserung, das ist nicht so vom Mobil Nokia-Knochen zum iPhone. Nein, das ist wohl vom, wir schleifen die Klamotten über den Boden und zu dem Zustand, wir setzen sie jetzt auf Räder. Und also. Naja, wobei, wenn ich jetzt, also du hast ja schon das Problem beschrieben, dass es das Wort Sprunginnovation so richtig definiert gar nicht gibt, beziehungsweise ich habe anfangs darauf hingewiesen, dass mir das aus meinem ganzen wissenschaftlichen Kontext heraus auch nicht bekannt ist. Aber wenn Claudia ich die jetzt, kennt das auch. Claudia kennt es auch nicht, war auch noch nie in Paris. Wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, dann würden die unter einem iPhone schon eine Sprunginnovation verstehen. Ich glaube, nein. Ich glaube, unter Sprunginnovation
Davon verspricht man sich noch krassere Sachen. Die Erfindung des Faxes war wahrscheinlich eine Sprunginnovation. Dass man sagt, okay, jetzt ganz was Neues, das Internet, Sprunginnovation. Ja, aber ich sag mal, im Verhältnis zur normalen Mobiltelefonie war also das iPhone schon ein ganz schön krasser Schritt. Ja. Also, und das hat, kann man wahrscheinlich. Neue Geschäftsfelder, also Social Media wäre in dieser Form nicht möglich. Facebook gäbe es in dieser Form nicht, Twitter gäbe es in dieser Form nicht. Ja, vielleicht ist das Smartphone/iPhone wäre so eine Sprunginnovation, die die Agentur für Sprunginnovation dann fördern würde, damit das nicht im Sande verläuft. Ne? Das, ja. Das erfindet jemand. Und MP3 wird genannt von, ja. Herrn Bundesminister Altmaier. Wird MP3 immer genannt. Ja, einschätzen, fehlen mir die technikgeschichtlichen Kenntnisse. Da kann ich kurz was zu sagen. Ja, MP3 ist ein Format bzw. ein Komprimierungsformat, das ja dazu benutzt worden ist, oder das von Fraunhofer, wenn mich nicht alles täuscht, erfunden worden ist oder entwickelt worden ist. Dann wird immer gesagt, ja, das steht ja auch hier in so ein paar Artikeln, in denen es um dieses Sprung-Innovationszentrum da geht. Wird immer gesagt, ja, und da sind den Deutschen und deutschen Firmen ist da so viel Geld verloren gegangen, weil wir das nicht patentiert haben. Und ja, Arschlecken 250. Womit sich nämlich, und damit beschäftigt sich dann zum Beispiel der Technikhistoriker oder die Technikhistorikerin, nämlich mit der Frage, hatte ich vorhin schon gesagt, was führt denn dazu, dass eine neue Technologie auch tatsächlich ihre Verbreitung findet in der, genau. In der Welt. Und ein ganz großer Punkt ist die Verfügbarkeit. Das gibt es ein schönes Beispiel, und zwar die Verbreitung der Watschen Dampfmaschine, also von dem Watt, die Verbreitung der Watschen Dampfmaschine in Großbritannien zu Zeiten der Industrialisierung. Und da zeigt sich, dass diese Dampfmaschine, solange da noch Schutzrechte drauf waren, sich nämlich in Nullinger verbreitet hat. Und dass erst in dem Moment, als diese Schutzrechte weg waren, es zu einer entsprechenden Verbreitung der Dampfmaschine in England, in Großbritannien kam. Und dass im Grunde genommen die Lizenzpolitik von dem Watt dazu geführt hat, dass halt irgendwie kein Schwanz sich eine Watsche-Dampfmaschine, weiß ich nicht, in seine Fabrik gestellt hat. Insbesondere, weil du ja Landbevölkerung hattest, die in die Städte zog, weil ihnen ihr Land weggenommen worden ist. Und du also sehr große Verfügbarkeit an Arbeitskraft hattest. Dasselbe war ja auch in zum Beispiel Deutschland der Fall. Man spricht in diesem Zusammenhang auch sehr gerne von der sogenannten industriellen Reservearmee, ja? Die also das gar nicht so naheliegend scheinen ließ, dass man jetzt gesagt hat, ich kaufe mir jetzt so eine automatische Spinnmaschine und klöppel dann noch eine Dampfmaschine dran. Wenn du sagst, hey, ich habe doch hier ganz viele Bauern und vor allen Dingen Frauen, die machen in Heimarbeit im Akkord, spinnen die genauso viel Wolle. Warum soll ich da so eine Investition machen? Insbesondere bei der beschissenen Lizenzpolitik. Und diesen Schritt von der Idee, ja, einerseits zum Markterfolg, ja, diesen Weg, auf dem liegende Hindernisse du ja gerade beschrieben hast, ja, den soll die Innovation, die Agentur für Sprunginnovation ebnen. Ja. Und da hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier gesagt, von der Idee zum Markterfolg, das muss auch in Deutschland Realität werden, nicht nur im Silicon Valley oder in Asien. Da muss ich sagen, das trieft von einer Haltung, ja, ich muss kurz in die Bewertung abgleiten, diese Haltung finde ich sowas von passiv-aggressiv, dass
dass es mich hinreißt, das schon vor der Zeit zu bewerten. Naja, der Punkt ist halt einfach der, wenn es da heißt, ah ja, wir haben mit der MP3 nichts verdient, ne? Weil wir die MP3 nicht lizenziert haben, dann ist das zu kurz gedacht. Auch die Firma Apple aus dem schönen Silicon Valley verdient ja kein Geld mit dem Format MP3 an und für sich, sondern sie verdient Geld mit Produkten, die darauf aufbauen. Also weiß ich nicht, der iPod, der dann irgendwann entwickelt wurde, wo auch eine Firma wie Siemens oder weiß ich nicht, Bosch wahrscheinlich auch dazu in der Lage gewesen wäre, so etwas zu entwickeln, ja, sich aber, und damit beschäftigt sich die Technikgeschichte ja auch, mit gescheiterten Innovationen oder mit der Frage, wann entsteht zu einer Zeit genau dort etwas und dann an einem anderen Ort, obwohl es dort die ähnliche Voraussetzungen gibt, entsteht es nicht. Ja? Und da muss man einfach so sagen, und das wäre dann auch meine Analyse beim iPhone, mit Sicherheit wäre auch Siemens in der Lage gewesen, so etwas wie das iPhone zu bauen. Das Problem ist halt nur, dass die ganzen Leute, weiß ich nicht, im Management wahrscheinlich, aber auch deutsche Ingenieure mit ihrem Ingenieursstolz, I don't know, das sind jetzt wahrscheinlich auch Vorurteile, aber die werden sich wahrscheinlich alle gesagt haben, Moment mal, ich baue doch jetzt hier kein Telefon, das eine Akkuleistung von, weiß ich nicht, 3 Stunden hat. Und dann muss ich es wieder aufladen oder so. Also das vergessen ja viele Leute. Ich meine, mittlerweile hält ja so ein iPhone-Akku den ganzen Tag. Aber das vergessen ja Leute noch beim 3GS. Das war jetzt mein erstes iPhone 2009, vor mittlerweile 10 Jahren. Ja, da war nach 4 Stunden, war da Schicht im Schacht. Aber das ging. Und wenn du noch MP3s gehört hast und wenn du noch viel im Internet gesurft hast oder so, da war noch schneller der Akku alle. Ja, und ich glaube, über diese Reserviertheit, Zurückhaltung, Skepsis gegenüber Innovation wird eine Agentur mit 151 Millionen Euro nicht hinweghelfen. Und ich empfinde dabei so etwas, ich glaube, in der Deutschen Demokratischen Republik gab es den Diplomkünstler. Ja. Künstler. Und da wurde dann, das ist jetzt so meine Vorstellung, vielleicht ist es sachlich falsch, aber ich schilder mal meine Vorstellung, weil ich die ganz illustrativ finde. Da wurde sozusagen staatlicherseits zertifiziert, dass jemand kreativ ist und Kunst macht. Und, ja gut, das gibt es aber heute auch noch, ne? Dass du auf Kunsthochschulen gehst und dann Ausbildungen bilden ja, und Kunst machst. Ja, aber der Diplom, ja klar, natürlich kannst du das lernen und lehren, gar keine Frage, nur das Diplom finde ich da so etwas, das war das, was ich als absurd empfand bei dem Begriff und so finde ich eine Bundesagentur für Sprunginnovation gleichermaßen absurd und habe das jetzt vor dem Hintergrund der ja auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder ventilierten und virulenten Thematik, wie kaputt die oder wie uns, nicht wie kaputt, aber wie unzureichend doch die Infrastruktur in Deutschland ist, als eine gewisse Fehlallokation von Ressourcen empfunden, eine Agentur zu gründen, solange man in 30% des Landes einfach nicht LTE empfängt. Ja, und, jetzt nicht nach diesem Motto, die sollen doch erstmal LTE machen, bevor die irgendwas anderes machen, bevor die eine neue Kita bauen. Ja. Nein, das meine ich nicht. Aber ich finde, es zeugt von, also es kommt mir ja, extrem verfehlt weiß vor. Weiß nicht, sowas, du brauchst kein selbstfahrendes Auto, wenn das selbstfahrende Auto gar nicht selbst fahren kann, weil du nicht den Netzausbau hast. Da hast du vollkommen recht. Also ich fürchte also, halt, wer solche Ideen verfolgt, wer glaubt, dass er bahnbrechende Investitionen durch Schaffung einer von Herrn Kali, von Frau Karliczek und Herrn Altmaier, das klingt jetzt so, als würde ich das persönlich nehmen, aber also wer glaubt, dass er Innovationen durch eine solche Agentur hier herbeiführt und nicht durch eine vernünftige Infrastruktur, ich befürchte irgendwie, dass wir in falschen Händen sind.
in den Händen von Leuten, die nicht richtig nachdenken, die einfach solche, also ihre Energie in solche absurden Projekte lenken. Ja, ich würde das vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen zu differenzieren, weil ich finde es erstens, was ich erstens total interessant finde, obwohl ich mich für dieses Thema interessiere, ist es an mir komplett vorbeigegangen. Ja, es hat also noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Mir ist komplett, mir geht es jetzt auch gar nicht um Sprunginnovationen an und für sich, sondern auch um dieses Institut da. Oder ja, und die Agentur hat auch keinen Eintrag. So, also das ist ja jetzt schon einen Monat her und es wurde von zwei Bundesministern, einer Bundesministerin, einem Bundesminister irgendwie präsentiert. Ich habe es nicht mitbekommen. Was schon mal für mich ein Alarmsignal ist, weil ich mir denke, okay, ist meine Filterblase so schlecht justiert oder gab es da einfach zu wenig Berichterstattung? Ich finde grundsätzlich Industrieförderung super. Ich finde es auch super, wenn jemand Geld in der Hand nimmt und sagt, wir fördern jetzt die sogenannten Innovationen. Was ich aber für tatsächlich komplett verfehlt halte, und darüber geben ja auch die Dokumente, die du dort jetzt zitiert hast, von dieser Agentur, geben darüber keine Auskunft, ist ja tatsächlich diese Idee, man wäre in der Lage, von vornherein so Dinge wie das iPhone zu identifizieren und das dann gezielt zu fördern. Das halte ich für einen Fehler, weil du dir alle krassen, wenn du nicht alle ist jetzt Quatsch, aber wenn du dir viele der Dinge anguckst, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Leben auf eine sehr drastische Art und Weise, unsere ganze Gesellschaft auf seine sehr drastische Art und Weise verändert haben, dann wurde da am Anfang immer gesagt, das ist kompletter Quatsch. Also beim Internet beim Internet haben die Leute gesagt, ja, das ist so ein Nischending, das wird niemals in der Breite der Bevölkerung irgendwie ankommen. Es gibt eine schöne Geschichte über die SMS, die ja am Anfang ein Tool, ein Werkzeug für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen war, um sich dann da auf ihre Geräte so Nachrichten schicken zu können, aber die ja nie dafür gedacht war, dass die SMS irgendwie tatsächlich zum Austausch von Nachrichtendiensten. Und da gibt es so eine schöne Anekdote von so einem englischen Ingenieur, der bei Bell gearbeitet hat und der dann gesagt hat, hier, SMS wird Riesending, müssen wir machen und so. Und die gesagt haben, ja, aber warum? Warum sollen sich die Leute 160 Zeichen schicken, wenn man sich auch einfach anrufen kann oder so? Ja? heute hat ja da ein vollkommener Wechsel stattgefunden und man ist ja sofort irritiert, wenn man von einer Person angerufen wird. Mit unterdrückter Nummer anrufen, das, was vor 20 Jahren noch vollkommen normal war. Es gab ja nichts anderes. Von alle Leute, die ein Telefon mit Wählscheibe hatten oder mit die das so einem noch kennen, Tastenfeld, überhaupt. So einem Bakelitapparat, ja, die wissen, dass noch in den 90er Jahren das angerufen werden von anonymen Nummern, das war der Standard. Ging technisch gar nicht anders. Das hat sich ja alles gedreht. Wer mit unterdrückter Nummer anruft, der ist entweder die Polizei oder komplett verwahrlos. Ja? Leute, die einfach so anrufen mit normaler Nummer, da denkt man sich dann auch immer, oder ich denke mir dann auch immer, boah, Kinder, das hätte man jetzt aber auch mit zwei, weiß ich nicht, iMessages oder WhatsApp-Nachrichten irgendwie klären können. So, und will damit halt sagen, es gibt ja dieses berühmte Zitat von Henry Ford, wenn ich gemacht hätte, was die Leute gewollt hätten, dann hätte ich schnellere Pferde gebaut. Ja. Ne? Und also die nächste krasse, verrückte Innovation, die nochmal alles verändern wird, die ist vielleicht schon in Planung, ja. Aber es kommt auf viele Faktoren an, damit sich sowas gesellschaftlich durchsetzt. Zum Beispiel kommt
es darauf an, dass die, da gibt es auch einen Begriff für, der nennt sich Consumption Junction. Das ist ein Begriff, der wurde von einer Techniksoziologin eingeführt. Also, das Konzept der Consumption Junction stammt aus dem Jahr 1987 und wurde von Ruth Schwarz-Cohen begründet, die sich mit der Verbreitung von technologischen Artefakten auseinandergesetzt hat. In dem konkreten Beispiel ging es um Kohleöfen im 18. Jahrhundert in den USA. Und sie hat sich also die Frage gestellt, wie kam es dazu, dass bestimmte Öfen halt viel verkauft worden sind und bestimmte Öfen überhaupt nicht verkauft worden sind, obwohl diese anderen Öfen unter einer technologischen Betrachtung viel besser gewesen wären. Ja? Und am Ende des Tages setzt sich eben nicht das bessere Produkt durch, sondern das zum Beispiel günstigere Produkt durch, dass das mehr verfügbar ist, weil am Ende des Tages für die Durchsetzung einer Innovation die Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortlich sind, weswegen man das Ganze oder weswegen Ruth Schwarz-Cohen diese ganze Geschichte eben Consumption Junction nennt. Ein populäres Beispiel, das auch jeder kennt, dazu ist der Kampf zwischen VHS und Betamax, wo Betamax das vollkommen überlegene Format war, das besonders gerne älteren Frauen in so kleinen Radioläden in so Dörfern in Westdeutschland verkauft worden ist. Ja? Betamax, das Format der Zukunft, viel teurer als VHS. Was setzt sich durch VHS? Weil die Leute gesagt haben, ja Moment mal, aber den Unterschied, so groß ist er jetzt auch nicht und VHS ist ja viel billiger, also kaufe ich mir VHS. Langer Rede, kurzer Sinn, man kann diese Sachen nicht planen. Und deswegen kommen einem diese Innovationen dann auch so sprunghaft vor, weil es auf einmal was komplett anderes ist. Aber wenn jemand gesagt hätte, wir brauchen jetzt, weiß ich nicht, so Geräte wie da bei Star Trek, ja, wo sie da so reinsprechen und wo man auf so einem Display so drücken kann, dann wäre das so in dieser Form nicht gekommen. Da hättest du viel Geld für ausgeben können. Wäre so nicht gekommen. Ja, interessante Überlegungen. Und gerade mit Blick auf diesen Versuch, das dann doch zu steuern, was man nicht wirklich steuern kann. Denn die Vorhersage auch des klügsten Innovation Managers, den die Herr Altmaier und Frau Karliczek da casten mögen, oder der Mann mit dem lateinisch-südländisch klingenden Namen Rafael Laguna, wen auch immer sie casten, es wird höchstwahrscheinlich nicht derjenige sein, der das dann entdeckt, der dann den Produzenten des iPhones entdeckt, der besser als die Konsumenten entscheidet, genau das brauchen wir. Der sozusagen das Start-up, der aus der Szene der Start-ups das noch besser identifiziert als ein Kapitalgeber. Ja. Ja, mich hat das verstört. Ich fand die Gedanken ganz gut. Ich glaube, man kann es nicht abschließend beurteilen, bewerten, gut oder schlecht. Ich meine, vielleicht täusche ich mich auch und die entdecken was ganz Fantastisches. Aber Revolution wird meines Erachtens, okay, jetzt spricht der Prophet, aber ich glaube, dass die Fortbewegung das große neue, denn große neue Innovationsschub sein wird. Und der E-Roller, E-Tretroller. Und dieser Innovationssprung, diese Sprunginnovation wird, ich glaube, das können wir vorhersagen, wird nicht darin bestehen, dass man der aktuell bestehenden Verkehrssituation einfach noch was obendrauf klatscht. Zum Beispiel ja, der Situation, wie wir sie bis vor 2 Monaten hatten, dann einfach noch ein Elektroroller obendrauf donnert. Und den hat man jetzt auch noch. Anstelle einer Vorgehensweise, bei der ein Gesamtbild betrachtet und analysiert wird und gesagt wird, wenn wir da jetzt noch was in den Verkehrszustand reindrücken,
vielleicht nehmen wir was anderes raus. Vielleicht benutzen wir dieses Gerät, den E-Roller, für Gebiete, die wir zuvor von anderen Verkehrsmitteln geräumt haben. Vielleicht machen wir das so, dass wir bestimmte Bereiche autofrei machen und da kann man dann mit diesen Rollern fahren. Also an anderen Worten, da wird es geschehen und deshalb finde ich das ärgerlich, dass da so eine Selbstbeweihräucherungsagentur gegründet wird, mit der dann 150 Millionen verteilt werden, bei der, ich möchte das prophezeien, wirklich nichts rauskommt, außer ein Job für Rafael Laguna, der im Übrigen wohl einer Kommission angehört, die den neuen Direktor, also Rafael Laguna, zum Direktor dieser Agentur bestimmt habe. Er hat sich aber bei der Wahl enthalten. Ah, das also, ist ja toll. Ja, das ist alles sehr unschön und ich finde das in einer Zeit, in der man liest, so Vergleiche, wir waren in der vergangenen Woche, was kostet eine unbegrenzte mobile Datenmenge in verschiedenen Staaten der Welt und Europas, OECD-Staaten. Und es stellt sich heraus, es kostet eigentlich überall allenfalls die Hälfte von dem, was in Deutschland kostet. Es stellt sich heraus, dass Deutschland auf Platz, also ich möchte jetzt nicht in dieses, oh Gott, wir gehen in den Arsch jetzt, aber... Ich schon. Okay, ich finde den Duktus, in den ich mich gerade begeben habe, finde ich nicht schön, aber ich mache trotzdem weiter. Das, also Platz 70 in der LTE-Abdeckung, das sind so Sachen, wo ich denke, das ist aber wirklich unangenehm. Ja, es ist auch, ich habe einen neuen Internetanschluss, einen benötigen wir und das ist relativ teuer, was man da bekommt. Da kriegt man so absurde Leistungen wie irgendein Telekom-Fernsehsender-Programm-Murks. Jetzt und, bei dir zu Hause oder was? Ja, und kanzleimäßig. Ja. Und das ist alles ziemlich teuer. Das kompensiert alles den Wegfall der Telefongebühren. Also das ist irgendwie unangenehm und unsympathisch und unschön und hässlich und macht keinen Spaß. Und ja. Es führt dazu, dass es wahnsinnig restriktiv auch der Umgang mit Daten ist. Man sich erst langsam traut oder... Wenn ich 2 Gigabyte in meinem Mobilfunkvertrag habe, dann öffne ich mich doch dieser Technologie nicht. Dann überlege ich doch wie früher bei jeder SMS, ob ich mir jetzt noch eine gönne. Und also das gefällt mir persönlich nicht. Die schwarze Null muss stehen, das nervt mich sowieso. Und ich glaube, ich verstehe, jetzt auch dein Problem, dass du einfach Zweifel daran hast, dass diese Agentur irgendeins der akut virulent vorhandenen Probleme in Deutschland löst. Ich finde sie absurd. Dass man jetzt irgendwie so einen Haufen Geld auf so Moonshot-Geschichten schmeißt, statt einfach mal das zu tun, worum, weiß ich nicht, sich zum Beispiel die Bundesbildungs- oder der Bundeswirtschaftsminister sich mal drum kümmern müssten. Ja. I understand. Also ich finde es absurd, ich musste darüber reden im Sinne dieses Podcasts. Ja, ein letzter Gedanke noch vielleicht, was ich ganz interessant fand, jetzt hier in der Berichterstattung zum Beispiel auch auf dem Tagesspiegel, da steht dann so, ja, in Anlehnung an die amerikanische, die Agentur als deren Vorbild, die amerikanische DARPA gilt, die Forschungsorganisation des Pentagon soll ihren Sitz in der Metropolregion Berlin. Das finde ich deswegen so interessant, weil die DARPA jetzt nun mal was gänzlich anderes ist, weil, wie der Name schon sagt, Defense Advanced Research Projects Agency. Ja? Also die haben dann so Sachen wie Google Maps hervorgebracht. Das hieß, bevor es von Google gekauft wurde, nur Maps. Und Maps ist im Grunde genommen die zivile Anwendung des quasi militärischen Google Maps, nicht Google Maps, also des militärischen Programms Maps, das dann von der US-Armee eben mit Echtzeit-Satellitendaten gespeist wird und so. Ne? Aber die DARPA, da geht es halt tatsächlich um militärische Anwendungen und ich habe das, was Frau Kalitschek und Herr Altmaier jetzt hier starten, ja so verstanden, dass es hier um eine zivile Anwendung geht.
was ich schon für gangbar halte, ist einfach Geld für Wettbewerbe auszugeben. Ich glaube, das funktioniert immer gut. Die DARPA macht ja auch diverse so Challenges, wo sie sagt, hier baut bitte einen Roboter oder ein autonom fahrendes Auto und das muss dann hier durch so einen Parcours laufen und folgende Aufgaben erledigen. Das führt dann insbesondere dazu, dass dann auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Universitäten sich an sowas beteiligen. Das bringt dann aber auch am Ende des Tages, glaube ich, keine sogenannten Sprunginnovationen hervor. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist sehr schräg. Es ist ein Thema, das vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Und wir müssen, weil wir jetzt schon so lange darüber geredet haben, wir machen jetzt weiter. Über etwas anderes reden, sonst wären wir hier noch depressiv. Ein etwas kürzeres Thema dürfte wahrscheinlich werden, dass du, lieber Ulrich, im Vorgespräch zu mir sagtest, dass dieser sogenannte BAMF-Skandal, über den wir ja im letzten Jahr ausführlich auch gepodcastet hatten, als dieser Podcast noch lauer informiert hieß, dass der sich ja nicht nur, der hatte sich ja zwischenzeitlich so ein bisschen in Luft aufgelöst und jetzt scheint er sich, so sagtest du mir, in einer Art und Weise aufgelöst zu haben, dass es ist quasi unterhalb der Nachweisgrenze, würde man sagen. Ja. Was ist passiert? Vor allem die Wochenzeitschrift Die Zeit hat das in der Ausgabe von dieser Woche noch einmal aufgearbeitet. Ganz kurz zurück, im vergangenen Jahr ging nach Auffassung bestimmter Kreise in ja, CDU, CSU Medien. Und bestimmter Medien ging die Welt unter. Und zwar ging die unter, nachdem so viele Menschen zu uns gekommen waren und dass dann das Bundesamt für Migration, die Außenstelle Bremen, obendrein noch Leute in größtem Umfange, so die Vorwürfe, Befürchtung und die Vorwürfe, in größtem Umfange Menschen hereingelassen hätte als asylberechtigte Menschen, Aufenthalt, Asylbescheide, positive Asylbescheide hätte zuteil werden lassen in einem ungeahnten Ausmaß, die so... Und noch gegen Geld. Gegen böses Geld, die gar nicht hätten hier sein dürfen. Ja, so Asyltouristen und solche ja. Wirtschaftsflüchtlinge und die gar nicht, also richtig, alles die gar ganz, nicht richtig verfolgt werden. Ganz schlimm. Ich meine, wer weiß, was ein richtiger Verfolgter ist, wenn Klammer nicht auf. Ein mittelalter Mensch in der Bundesrepublik. So, und weiß gar nicht, aus welchen Gründen. Jedenfalls, also in dieses enorme Fadenkreuz geraten war die Bremer BAMF-Filiale. Die hätten also insbesondere jesidischen Flüchtlingen aus Syrien in großer Zahl rechtsmissbräuchlich positive Asylbescheide ausgestellt. Und da gab es den jesidischen Rechtsanwalt Irfan C. und die Leiterin der BAMF-Filiale Ulrike B. Und die Vorwürfe hatten im Wesentlichen drei Punkte, dass diese BAMF-Außenstelle die Asylanträge eigenmächtig an sich gezogen hätte und zweitens diese Außenstelle es bewusst und sehenden Auges versäumt hätte, Asylbewerberinnen, die dort anlandeten, ihre Anträge dort platzierten, zurückzuschieben in sichere Drittstaaten, zum Beispiel nach Bulgarien, sogenannte sichere Drittstaaten. Und ja, im Übrigen hätte es da so eine Truppe Jesiden gegeben, die sich Jesiden, die in den 80er und 90er Jahren nach Deutschland gekommen waren und sich dort als Türken ausgegeben hätten, hätte sie rechtswidrig dann im Jahr 2015 Flüchtlingsstatus zuerkannt. Das war mir jetzt zu kompliziert. Aber ja. Da ist eine Truppe gekommen. Schon in den 80ern und 90ern und die hat. Und 2015 haben die gesagt, wir sind Flüchtlinge. Also ganz, ganz komisch. Aber diese Beschuldigung. Ja, es stellt sich heraus, dass die Verwaltungsgerichte Hannover und Minden haben entschieden,
Es ist immer noch Rechtsmittel, mit Rechtsmitteln angreifbar, aber die haben jetzt schon mal gesagt, dass der Vorwurf massenhaften Asylmissbrauchs, der ist nicht haltbar, der ist haltlos. Und es gab tatsächlich eine Überprüfung von 12.000 Verfahren und diese 12.000 Fälle, die geprüft wurden, das hat dazu geführt, 12.000, dass 28 positive Asylbescheide zurückgenommen wurden. Ist da nicht eine andere Zahl da oben? Ich habe doch so heimlich geschmult auf deinen Bildschirm. Ja, dann hast da du stand aber doch irgendwas mit geguckt. 18.000. Scroll mal hoch. Am Ende überprüften sie 12.000 Akten mit rund 18.000. Warum steht da in dem gelben Kreis 18.000? Ach so, 12.000 Akten in? Mit 18.000 und mit rund 18.000 positiven Asylbescheiden, ja, die diese Außenstelle zwischen 2006 und 2018 getroffen hatte. Ah, dann waren dann das haben also die 28 positive Asylbescheide zurückgenommen von den 18.000 aus 12.000 Aktenüberprüfungen. Ja. Wahrscheinlich liegt es daran, dass das zum Teil Familien waren, oder weiß ich nicht so. Wahrscheinlich. Und das ist eine Quote, die weit unter der Fehlerquote anderer vergleichbarer Behörden liegt. Also 28 von 12.000 oder 28 von 18.000, ganz wie man das nimmt, das ist verschwindend gering und zeigt, dass da überdurchschnittlich gut gearbeitet wurde. Ja, und überdurchschnittlich korrekt, also im, ja, Sinne des, überdurchschnittlich im Sinne des vorgesehenen Verfahrens. Ja, überdurchschnittlich richtig, wenn man das Verfahren als Maßstab nimmt. Bislang, wir haben es nicht selber geprüft, aber das sind Fakten, die deuten darauf hin, dass das alles übel riechende heiße Luft war, die da rausgepustet wurde. Und ja, es stellt sich nur die Frage, also die einzigen, die nicht davon ablassen, das ist die Staatsanwaltschaft Bremen. Die, ja, die haben sich da jetzt ein bisschen die vergaloppiert. Die haben sich da eingeschossen, ne? Schön vergaloppiert, und die können jetzt nicht sagen. Ohne Gesichtsverlust. Die sehen sich selbst nicht dazu in der Lage, da wieder rauszugehen. So, und das ist, da ist jetzt keine wirklich neuere Entwicklung, mit Ausnahme vielleicht der Entscheidung der Verwaltungsgerichte Hannover und Minden. Aber es zeigt doch auch dieses Phänomen, ein Riesenskandal. Dankenswerterweise gibt es jetzt hier so einen halbseitigen Artikel, ein Riesenskandal, der die Existenzen verschiedener Menschen vernichtet, jedenfalls zu vernichten droht, sprich der hiesigen Beschuldigten. Ja, die Leiterin des BAMFs, die Jutta Korb, muss auch zurücktreten, ne? Ja, und diese Außenstellenleiterin Ulrike B., und der Rechtsanwalt Irfan C., also jedenfalls sind die in schwerster Weise erschüttert worden. Ob ihre Leben, Karrieren, Berufstätigkeiten zerstört sind, weiß ich nicht, hoffe ich nicht. Aber jedenfalls, das fegt über sie hinweg, das walzt sie platt, ja, und verschwindet dann. Und wird am Ende mit irgendeinem ganz lauen Wimper wird das dann irgendwann zu Ende gehen, und da haben die den Salat. Also man muss wahnsinnig aufpassen, wenn man da auf so einen Zug springt. Nicht, dass wir uns jetzt hier als, na, ein bisschen als Propheten wollen wir uns schon loben, aber kluge Köpfe, einschließlich unserer beiden, haben das gesehen, dass es Quatsch war. Also, und insofern, also wenn wir das aus der Ferne sehen, die täglich auch noch andere Sachen machen, als zu recherchieren, dann war das eine ganz üble Luftnummer. Das wäre natürlich auch ganz schön, wenn man das dann vielleicht nochmal von dieser journalistischen Ebene betrachten würde. Ja. Und nicht nur sagen würde, die böse Staatsanwaltschaft. Ja, ich habe ja damals, also das werde ich nie drüber, also erstens, ich habe jetzt mal kurz ausgerechnet, wie viel Prozent das sind. Ne? Also diese 28 Fälle von 18.000 sind, wenn mich nicht alles täuscht und ich richtig gerechnet habe, müssten das 0,16% sein. Das kommt schon mal, glaube ich. 1,6 Promille. Kommt schon mal Prozent? Promille? Naja, nee, da halte ich mich raus beim Rechnen. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall äußerst gering. Wenig. Sehr wenig. Dann zu deinem Stichwort mit der Recherche, was ich nie vergessen werde, ist tatsächlich, dass ich auf der Höhe dieses
BAMF-Skandals, des vermeintlichen, wo ja tatsächlich so Leute wie Philipp Amthor von der CDU gesagt haben, sie könnten sich einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Also das muss man sich mal überlegen, dass es zeitweilig hieß, da muss es jetzt im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss zu geben. Ja? Da habe ich den Manuel Bevada von der Welt, den ich noch von der Piratenberichterstattung kannte, eine Mail geschrieben und in der Mail stand einfach drin, lieber Herr Bevada, können Sie mir in einfachen Worten erklären, was jetzt der konkrete Skandal ist in diesem BAMF? Weil es immer hieß, und es wurde ja losgetreten, glaube ich, von diesem Recherchenetzwerk, Süddeutsche Zeitung, also von irgendeinem komischen investigativen Recherchenetzwerk, ich weiß nicht, ob es die Süddeutsche Zeitung war, die dann am Ende auch nur gesagt, aber es war so eine Mischung aus öffentlich-rechtlichem und privatem. Auf jeden Fall, es war sehr komisch, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass sie dann auch irgendwann so sagten, so ja, aber wir mussten ja am Anfang auf Verdacht hin mal berichten. Der Witz ist, dass es ja nur bei dieser Verdachtsberichterstattung blieb, und zwar die ganze Zeit. Ne? Und wenn es dann da wirklich keine konkreten Hinweise gibt, ja, dann ist es wirklich sehr schwierig, wenn da über Wochen und Monate irgend so ein komisches Narrativ aufrechterhalten wird, ohne dass irgendjemand auch nur ansatzweise in der Lage ist, das mit Fakten zu untermauern. Dann ist dann ja auch relativ schnell so ein quasi Hauptbelastungszeuge abgesprungen, der dann irgendwie am Anfang noch sagte, ja, die mauscheln da alles, das ist alles ganz, ganz schlimm. Und da bleibt also am Ende nichts von übrig. So ein bisschen, und dass die Medien daraus nichts lernen, sieht man ja sehr schön an dieser Geschichte mit diesem Rheinbad. Da hat ja jetzt Monitor einen sehr instruktiven Bericht drüber gebracht, ne, wo es dann auch irgendwie hieß, weiß ich nicht, 40 Schwarzafrikaner sollen da irgendwas ganzen gemacht Tag haben. Massenvergewaltigung. Genau, so ungefähr. Und am Ende waren es irgendwie 3 Meter zwei, weit gesprungen. Am Ende waren es irgendwie zwei deutsche Jugendliche, die. Ich glaube, die Badekappe nicht auf oder so. Nee, die haben für 5 Minuten eine Rutsche blockiert gehabt oder irgendwie so. Also guckt euch den Monitorbericht an. Es ist alles sehr, sehr grotesk. Ja, das gut, vielleicht als kurzes Update. Dann als kurzes Update. Dann Hoppi-Galoppi zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Ja. Wir hatten noch Wohlstand in der Bundesrepublik Deutschland. Genau, Wohlstand in der Bundesrepublik Deutschland. Von diesem Thema, das können wir jetzt schon ankündigen, werden wir dann geschmeidig überleiten zur Frage des Solidaritätszuschlages, der auch verniedlichend, ich weiß gar nicht, wieso man den verniedlichen muss, Soli genannt wird. Ja, Einkommensverteilung ging durch die Gazetten, wie man floskelhaft zu sagen pflegt, in der vergangenen Woche. Solche Schieberechner, mit denen man sich dann auch selber einordnen konnte nach verschiedenen Kriterien, inwieweit man zu welcher Bevölkerungsgruppe oder wo man jetzt nach sozioökonomischen Kriterien beziehungsweise nach dem einzigen sozioökonomischen Kriterium, nämlich dem verfügbaren monatlichen Nettoeinkommen, wo man da steht. Ich hatte einen Artikel gelesen, der das Ganze also zum Aufhänger nahm, Herrn Kollegen Friedrich Merz, der ja mit seinem Einkommen von 1 Million gesagt hatte, er gehöre zur oberen Mittelschicht. Das ist, wenn man sich diesen Rechner mal anschaut und sich da einordnet, das ist falsch. Also wenn man da eingibt, das war ja schon damals 1 Million, klar, dass das falsch war. Ja, das. Wenn man da 1 Million eingibt, das ist ja ein monatliches Nettoeinkommen von 75.000 Euro wahrscheinlich, rund 75.000 Euro. Dann zeigt also dieser Rechner an, 0% sind reicher. Und das habe ich jetzt aber, glaube ich, versehentlich als Paare ohne Kinder, Paare mit Kindern. Auch da sind 0% reicher als mit einem monatlichen. Ah, nee, das ist Bruttoeinkommen. Das weiß man gar nicht, was er gesagt hat. Hat er 1 Million netto? Müssen wir nochmal fragen. Das ist mir so egal. Entschuldigung. Das bringt jetzt aber das thematisch auch nicht weiter, wenn okay. Du sagst, das ist ja scheißegal. Nein, das ist, also sagen wir mal so, ich glaube, der Punkt ist klar. Friedrich Merz gehört nicht zur gehobenen Mittelschicht. Okay, du meinst, also ich merke, dass du etwas, dass dich das nicht so fesselt, meine Beweisführung, dass Friedrich Merz nicht zur gehobenen Mittelschicht gehört. Nee, ich glaube. Nee, also auch wenn man sagt, er zahlt 50% Steuern auf seine Mio, dann
sind immer noch 0% reicher. Was interessant ist, dass... Geht es da nur um Angestellte? Nein. Geht es um alle Einkommen? Ja, um alle Einkommen. Und da kann man sich dann so ein bisschen bewerten. Und auch die Frau von Klatten? Heißt sie von Klatten? Die Frau Quandt? Frau Quandt, ja. Was meinst du damit? Die ist ja auch drin. Ist sie da auch mit drin? Ja. Also gut, dann ist natürlich diese Aussage, 0% sind reicher. Falsch. Falsch, ja. Also ist, wobei da, wahrscheinlich sind solche Quants, das ist wahrscheinlich ein solcher Ausreißer, dass man, das sind ja nur ein paar tausend Leute, die so viele Milliarden haben. Ich glaube, die Zahl der Milliardäre ist dreistellig in Deutschland. Wie dem auch sei. Und da kann man sich einordnen. Interessant, dass sich, glaube ich, sowohl nach oben als auch nach unten die Menschen typischerweise falsch einordnen. Und die oben sagen, ordnen sich zu niedrig ein, die unten zu hoch. Also unten, oben meint jetzt niedrige und hohe Einkommen, beziehungsweise, ja, ordnen sich unzutreffend ein. Und man kann sehen, es hilft möglicherweise so ein bisschen die Realität in Deutschland zu verstehen. Wobei festzustellen ist, glaube ich, dass diese Fehleinschätzung der eigenen Position wahrscheinlich daran liegt, dass wir unflexiblen, immobilen Menschen uns typischerweise in der gleichen sozialen Schicht bewegen. Und da sehen wir, oh, ein paar haben mehr und ein paar haben weniger. Ja. Und das gilt für oben wie unten wie für die Mitte. Und ich stelle fest, dass man ja mit einem Unterschied macht halt, ob man nun Single ist oder Familie. Um als Single zur Oberschicht zu gehören, braucht man etwas mehr Geld, denn als Paar, das aus zwei Leuten besteht in der Summe. Also ja. Das heißt, als Single gehört man mit 3.440 € netto im Monat zur Oberschicht. So definieren Ökonomen die Oberschicht. Das sind so die einkommensstärksten 10%. Das sind ungefähr 7.000, ne? Das sind 7.000 brutto ungefähr, ne? 3, 4. Ja. 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 Ja, 3, 7, 6, noch was, ne? Und ja. Kinderlose Paare zählen ab einem gemeinsamen Haushaltseinkommen von 5.160 € netto, also wenn da irgendwie so 8.000 reinkommen, 9.000 brutto im Monat, dann zählt man zur Oberschicht. Das heißt, man zählt dann zu den 10 einkommensstärksten Prozent. Auf die Gesamtbevölkerung oder auf die arbeitende Bevölkerung rechnen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das steht hier nicht. Ja. Das wissen wir nicht. Und ja, so, das ist das eine. Nun soll der Solidaritätszuschlag, zu dem wir jetzt kommen, gestrichen werden. Und zwar also, vielleicht noch mal einmal kurz, was der Solidaritätszuschlag ist. Das ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer. Körperschaftssteuer, die Einkommenssteuer der Gesellschaften sozusagen, der Unternehmen. 1991 eingeführt, weil es da so mehr Belastungen gab. Golfkrieg lief, Wiedervereinigung lief nicht so gut. Und da hat man ihn erstmal eingeführt, befristet. Und ab 1995 hat man ihn dann unbefristet, bezogen auf die deutsche Einheit, eingeführt. Es gibt da eine Freigrenze. Und ab einer bestimmten Einkommenshöhe wird dann von der Einkommensteuer nochmal ein Prozentsatz abzuführen als zusätzlicher Solidaritätszuschlag. Die Diskussion entbrennt immer mal wieder, ob er abgeschafft wird oder reduziert oder erhöht. Das sagt, glaube ich, keiner. Und auch jetzt, es könnte sein, dass Wahlen vor Türen stehen. Ja. Jetzt gibt es Vorstöße. Just heute gab es einen Vorstoß, den Solidaritätszuschlag, hat Herr Altmaier ein Konzept vorgelegt. Und
er möchte den Soli komplett abschaffen. Und dieses Konzept, da hat er noch Zeit, neben seiner Tätigkeit als Fachaufsichtsführender über die Agentur für Sprunginnovation. Dieses Konzept sieht also ja, komplexe Freigrenzen, Gleitzonen und Ähnliches vor. Und da bekriegen sich jetzt die Mitglieder der sogenannten Großen Koalition. Olaf Scholz, Wirtschaftsminister, der sich Kanzler zutraute oder zutraut, der ist für eine Abschaffung, die so etwa 96,5% der Steuerzahler ganz oder teilweise entlasten würde. Also man fragt sich, soll der Solidaritätszuschlag denn nun abgeschafft werden? Und die Debatte wird auf einem, naja, irgendwie seltsamen Niveau geführt. Die AfD will das ganz abschaffen. Die CDU warnt vor einer Neiddebatte und Verfassungsrechtler schwenken die roten Flaggen und sagen, der Soli, der wird langsam, aber sicher wird der verfassungswidrig, weil das eine Steuer ist, die nur für begrenzte Zeit erhoben werden durfte. Und ja, so nudeln da alle herum. Wie kommen wir da drauf? Ja, das war ein Thema der vergangenen Woche. Kein großer Aufreger, aber jetzt wird ganz lange darum gestritten werden, ob man den Soli aufhebt. Und ich fand einen Beitrag recht beachtlich von Seiten der CDU. Es ist ja immer noch auch die Zeit, in der auch mal die Leute, die man nicht so oft hört, was sagen dürfen. Und das war jetzt, mir kam er jedenfalls so vor, ein Herr Senftleben aus Brandenburg, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Brandenburg, der sagte, warnt vor dieser Neiddebatte, dass es da irgendwie, dass man jetzt irgendwie da Reiche stärker belasten würde, das findet er doof. Und er hat folgenden Satz gesagt, die Steuerlast in Deutschland ist gerecht geregelt, hat er gesagt. Das wusste der Herr Senftleben. Und der Präsident des Bundes der Steuerzahler sagte, man lege Wert darauf, dass die schwarze Null bleibe. Mhm. Also irgendwie wird, ich weiß auch nicht, die Debatte wird... Ja, aber diese Debatten über Vermögen und Vermögensverteilung in Deutschland, die werden ja nie vernünftig geführt. Ich habe jetzt nochmal hier die Auflistung. Es gibt eine schöne Wikipedia-Seite, die 500 reichsten Deutschen, weil ich nochmal genau wissen wollte, wie viele Euro-Milliardäre gibt es denn in Deutschland. Und es ist tatsächlich eine dreistellige Zahl. Im Jahr 2017 gab es 187 Milliardäre in Deutschland und im Jahre 2016, laut Wikipedia jetzt, hatten die 500 reichsten Deutschen ein Gesamtvermögen von 692 Milliarden Euro. Da immer zum Vergleich, der Landeshaushalt des Landes Berlins beträgt so 24 Milliarden Euro. Das heißt, die 500 reichsten Deutschen könnten ungefähr mit ihrem 2016er Vermögen so ungefähr 30 Jahre lang alles im Land Berlin bezahlen. Im Ja, oder 30 Berlins ein Jahr lang. Genau, oder 30 Berlins ein Jahr lang. Um das mal vor Augen zu führen. Nein, ich finde, es bräuchte eine ehrliche Debatte darüber, ob eine Person, wie jetzt zum Beispiel hier, das kann man auch dann der schönen, dieser schönen Auflistung hier auf der Wikipedia-Seite entnehmen, braucht Stefan Quandt ein Vermögen von 18 Milliarden Euro? Also braucht Susanne Klatten ein Vermögen von 17,5 Milliarden Euro? Und insbesondere die Frage, das kostet ja uns als Gesellschaft auch
deutlich Geld, so jemanden wie die Frau Quandt oder den Herrn Klatten und ihr astronomisches Vermögen ordentlich zu schützen. Und ich habe mal auf einem Vortrag in St. Gallen, das war aber nicht das St. Gallen-Symposium, sondern ein anderes Symposium, auf das ich eingeladen war, da gab es einen Speaker, das war ein ganz interessanter Forscher aus Großbritannien, kam, glaube ich, gebürtig irgendwie aus der Ukraine oder so, war auf jeden Fall ein ganz lustiger Typ. Der meinte auch so, naja, also in seinen Augen, der war auch Wirtschaftswissenschaftler, das in seinen Augen die einfachste Variante, das starke Besteuern von sehr astronomisch großen Vermögen zu rechtfertigen, ist zu sagen, pass mal auf, du lebst in einer freien, weiß ich nicht, pluralistischen Gesellschaft, die aufgrund ihrer Verfassung es dir ermöglicht hat, einen solchen Reichtum anzuhäufen, und jetzt gibst du einfach dieser Gesellschaft etwas zurück, damit anderen Menschen diese Möglichkeit auch besteht. Und ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, ob Stefan Quandt 18 Milliarden Euro Vermögen hat oder, weiß ich nicht, 500 Millionen, das wirkt sich auf seine persönliche Lebensführung nur sehr rudimentär aus. Ich glaube, der Unterschied ist kaum spürbar. Beziehungsweise kann man natürlich noch immer sagen, ja, aber so eine G4 Gulfstream, wenn du die ordentlich ausbauen lässt und so, dann kostet sie ja noch immer irgendwie 40 Millionen US-Dollar oder so, ja. Aber dann ist halt auch die Frage, rechtfertigt das, dass, weiß ich nicht, andere Leute im kompletten Elend leben? Es zeigt sich ja auch, dass Menschen in besonders luftigen Einkommensschichten, also in luftiger Höhe auf dem Mount Everest der Einkommensskala. Auf dem Olymp. Auf dem Olymp, ja, das ist ja auch schön. Dass die dann auch auf komische bis ganz schlechte Ideen kommen, was man mit dem Geld machen kann. Ne? Also, und ja, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was der Yachtbau, ich glaube, wir hatten das schon mal, ja, das Rennen um die längste Yacht, was das für absurde Blüten treibt, aber eben auch, was das an zum Beispiel Umweltbelastung pro Kopf bedeutet, wenn man mit einer Yacht durchs Mittelmeer fährt, die so groß ist wie ein Tanker. Und das ist eben wir hatten auch, glaube ich, das besprochen, umgekehrt gibt es ja die Tatsache, dass arme oder ärmere Menschen die Umwelt also typischerweise, ja, also auch in der Gesamtbetrachtung ärmere Menschen, die Umwelt typischerweise viel weniger belasten, weil zum Beispiel 70% der Erdbevölkerung überhaupt niemals ein Flugzeug besteigen, weil sie es sich nicht leisten können. Also insofern ist das schon ein interessanter Befund. Ja, ich habe es nochmal ausgerechnet. Wenn du die Milliarden der reichsten Deutschen nehmen würdest, der 500 reichsten Deutschen, das wäre für jeden der 80 Millionen Bundesbürger, wären das 8.650 Euro Cash auf der Hand. Ist nicht schlecht, ne? Aber dann haben die ja nichts mehr. Wobei, die kriegen ja auch 8.650 Euro. Wir schweifen jetzt hier so ein bisschen vom Thema ab. Also ich finde das halt immer, ich finde diese Debatten immer komisch aus verschiedensten. Achso, nee, ich wollte noch was zu komischen Milliardären mit komischen Dingen tun. Das Allergeilste, der geilste Satz bezüglich Verwendung von Geld kam neulich von Bezos Jeff, dem reichsten Mann der Erde im Moment, der ja alleine im letzten Jahr mit Amazon einen Gewinn von 11 Milliarden US-Dollar gemacht hat, auf die er keine Steuern bezahlen muss, also auf die Amazon keine Steuern bezahlen muss. Und der sagte tatsächlich, ja, er investiert quasi so stark in diese Weltraumtechnik und in quasi, seine Vision sind ja tatsächlich so bewohnte Weltraumstationen und so. I invest my money in space technology because wir zerstören den Planeten. Und das ist einfach total
Das ist einfach total bemerkenswert. Ja, zweitens, diese Debatten führen immer dazu, oder was heißt diese nicht stattfindenden Debatten, aber diese Auflistung, wer verdient wie viel, sollen doch in meinen Augen einfach dazu führen, den oberen 10% zumindest zu signalisieren, ey, komm, euch geht's gar nicht so schlecht, ja, oder ihr gehört auch schon zur Oberschicht, stellt euch mal nicht so an oder so, ja, also, oder irgendwelche Abstiegsängste zu schüren. Ich kann es auch noch nicht konkret formulieren, aber diese ganzen Debatten gehen in meinen Augen halt vollkommen am Thema vorbei. Ja, das, ich finde also auch diese Solidaritätszuschlagsdebatte geht völlig an der Sache selbst vorbei. Ich finde, es gibt, also nach meiner Auffassung gibt es sehr gute Gründe dafür, den tatsächlich für verfassungswidrig zu halten. Eine vorübergehende Steuer dieser Art oder eine Steuer dieser Art zu schaffen, eine Ergänzungsabgabe, eine sogenannte, ist befristet möglich, weil die Ergänzungsabgabe ihrer Definition nach etwas für einen konkreten Bedarf Stehendes ist. Also spricht vieles dafür, dass der Soli tatsächlich verfassungswidrig ist in dieser Form und nach diesem Zeitablauf. Ob er nun weiter großflächig angewendet wird oder ob er für 3,5% der Bevölkerung nur noch gilt, egal. Aber auch diese Debatte geht ja nun völlig an der Sache vorbei, denn also man muss ja nicht glauben, dass der ersatzlos wegfällt. Und das ist genau das, was auf der anderen Seite die SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, für die Jüngeren von uns, für die Jüngeren unter den Podcast-Hörern, ist genau das, was da jetzt als Ringen in der GroKo der sogenannten geschieht, dass der Herr Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit großen Plänen um die Wähler umgarnt, ihnen diese Karotte vor die Nase hält, dass der Soli abgeschafft wird. Und auf der anderen Seite die SPD sagt, ja, Soli-Abschaffung, aber nur, wenn dann oben massiv besteuert, oder kann ich mal massiv sagen, ja nicht, nur wenn oben die Milliardäre besteuert werden. Und das ist einfach traurig, weil das zusammen mit dieser üblen schwarzen Null, mit diesem üblen schwarzen Null-Fetisch, gibt das so ein finsteres, Lust- und Spaß-befreites Gezerre, das eine schlechte Stimmung macht, das finde ich. Ja. Und ich finde, das merkt man auch an uns. Wir haben bei diesen Themen, die wir uns heute rausgesucht haben, sind wir nicht so gut drauf. Das senkt die Stimmung. Was mir jetzt nochmal, ich kann es jetzt so konkret. Das ist so unfroh, das geht alles ja, von der Lebenszeit Ich kann es jetzt auch konkretisieren, was mich an diesen 10% gehören zu den Einkommensstärksten Bevölkerung. Was mich daran so stört, ist tatsächlich, dass das noch keine Aussage darüber trifft, ob denn dieses Geld zum Leben ausreicht oder nicht. Also weißt du, es wird irgendwie gesagt, ja, wenn du als Single 3.500 Euro netto hast, ja, dann ist es schon mal, dann gehörst du zu den oberen 10%. Es sagt aber nicht, wie gut oder wie schlecht dieser Single von diesen 3.500 Euro leben kann. Gut oder schlecht im Sinne von Grundbedürfnisse oder im Sinne auf so einer erweiterten Happiness-Skala? Ich will gar nicht damit sagen, dass 3.500 Euro zu viel oder zu wenig ist. Ja. Also ich bin tatsächlich überrascht, dass es bei 3,5 netto anfängt. Ja. Ja, weil das einfach zeigt, wie wahnsinnig wenig 90% der Deutschen anscheinend verdienen. Ja. Was mir persönlich nochmal mich in meinem Eindruck bestätigt, aber da gibt es ja auch genug Statistiken dafür, dass Deutschland einfach so das Billiglohnland Europas ist. Darüber haben wir in verschiedenen Podcasts, in verschiedenen Zusammenhängen auch drüber geredet, dass ein Problem
des Euroraumes eben ist, dass in Deutschland seit 2000 die Löhne nicht mehr entsprechend der Wirtschaftsleistung angepasst werden. Aber ich sage das jetzt einfach aus den Zusammenhängen, dass ich durch meine Abgeordnetenhaustätigkeit, da habe ich ja veröffentlicht, was ich verdient habe. Und wenn du dann diese unversteuerte Kostenpauschale damit reingerechnet hast und so, da kommst du durchaus auf Beträge von 3.500 Euro im Monat. Ne? Und in anderen Zusammenhängen habe ich ja auch schon irgendwie Geld verdient. Und also wenn ich mir das jetzt zurückblickend betrachte, würde ich jetzt rein subjektiv sagen, hatte ich nicht das Gefühl, zu den oberen 10% der Einkommenspyramide zu gehören. Worin sich das manifestiert? In Glück? Glücksgefühl. Individuelle Lebensgestaltung und ob man das Gefühl hat, tatsächlich am Ende des Tages genug Geld zu haben oder eben nicht. Ne? Aber Ich finde es einfach befremdlich, das halt so pauschal so hinzupacken und zu sagen, dann, also weil mit diesen oberen 10%, ja, wird ja in irgendeiner Form suggeriert, ja, weiß ich nicht, ab 3.500 Euro netto im Monat, da fängt der Reichtum an oder so. Ja. Ja, weiß ich nicht, wenn dann schon mal 1.000 Euro für die Wohnung im Monat weggehen oder so, ne? Sind dann 1.000 Euro schon mal weg. Dann ja, 500 noch, für die Krankenversicherung. Genau, 500 nochmal für die Krankenversicherung. Dann 300 für die Kita. So, also das meinte ich mit, es wird keine Aussage darüber getroffen, ob das denn jetzt tatsächlich, wie dann dein Lebensstandard ist und so. Klar, du kannst dir irgendwie viel leisten, aber am Ende des Tages musst du auch viel ausgeben, weil ein gewisser Lifestyle natürlich auch viel Geld kostet. Ja. Das empfindet man dann wahrscheinlich noch nicht mal als gewissen Lifestyle. Vielleicht ist das eine Lehre, die man daraus ziehen muss. Ja, Expenses tend to meet income. Oder? Ja, das ist vielleicht da machst du dir Lehre. Auch Sorgen. Weil die Sorge kommt ja daher, dass man da immer am Anschlag ist. Und sei es, weil man jetzt seinen Aktiensparplan bedient, gleichzeitig auf sich zu dickes Auto gekauft hat, ist immer in Sorge dann wahrscheinlich. Und das ist eine Diskussion, auch diese Soli-Diskussion, die geht an der entscheidenden Frage, wie führe ich ein gutes Leben? Und nicht zwar gutes Leben doch im erweiterten Sinne, jetzt nicht nur, dass ich mich sau wohl fühle, sondern ein gutes Leben auch im Sinne von sinnvoll. Und geht die sehr, sehr stark dran vorbei. Und ich sehe das jetzt auch, es zeichnet sich ab, dass diese Debatten wieder so eindimensional geführt werden. Und das ist doch der Auftakt zum Platzen der sogenannten GroKo und zum Wahlkampf ist es doch jetzt. Diese Einkommensgeschichten und der Soli versucht das vielleicht ist es ein bisschen Sommerloch, aber here first. Also das würde mich Der Wahlkampf ist eröffnet. Das würde mich ja hier sehr überraschen, wenn die SPD darüber die GroKo platzen lässt. Aber so be it. Was ich am Soli an dieser Debatte einfach so bescheuert finde, ist, dass ja in überhaupt keiner Art und also dass in gar keiner Art und Weise mal historisch thematisiert wird, was mit dem Soli finanziert wurde. Dass man nämlich gesagt hat, ne Moment mal, der Osten hat eine so runtergerockte Infrastruktur, da müssen wir jetzt massiv Geld investieren. Und wenn wir das nicht machen, dann hat er noch immer eine runtergerockte Infrastruktur. Ja. Und um das zu machen, brauchen wir den Solidaritätszuschlag. Was ich vollkommen legitim fände, wäre zu sagen, den Soli halt einfach umzuwidmen und zu sagen, gut, es geht hier nicht mehr um den Aufbau Ost, sondern es geht einfach darum, Infrastruktur... Autofreie Innenstädte, in denen man
Internetempfang hat. Noch nicht mal. Und noch, CO2-neutrale Dächer. Ich würde gar, gar nicht so weit gehen zu sagen, wir brauchen da autofrei. Ja? Also ich meine, träumen wird man noch dürfen. Aber mir geht es einfach darum, dass man sagt, man kann ja, es wird auch noch heute, auch in Westdeutschland, Regionen geben, die, weiß ich nicht, Ruhrgebiet oder so, ja, die von der Infrastruktur her und so nicht so toll sind. Das wird es geben, richtig. Wie das vielleicht noch 1991 war. Und dass man dann also nicht in der Lage ist, da ein bisschen politische Kreativität zu zeigen und zu sagen, Leute, wir brauchen nach wie vor den Soli, aber wir brauchen ihn nicht mehr dafür, wofür wir ihn vor, weiß ich nicht, 20 Jahren noch gebraucht haben. Ja, jetzt muss doch jemand einen Vorschlag machen. Genau, dass ein Vorschlag gemacht wird, also hier abschaffen, nicht abschaffen, dann hat man irgendwie 900 Euro mehr im Jahr. Was soll denn das? Ja, also das ist... Es muss doch es wäre doch sehr schön, wenn Vorschläge kämen, ja. Und Angebote kämen, wenn eine Partei, von mir aus auch wie die SPD sagen würde, liebe potenziellen Wähler, also ganz wenige ansprechen, liebe potenziellen Wähler, wenn ihr uns wählt, dann werden wir den Soli beibehalten oder genau das Gleiche, vielleicht noch ein bisschen, wir werden, wenn genau diese Knete nehmen, beibehalten und damit werden wir Folgendes machen. Ja, aber das wäre zu einfach und das wäre auch vor allen Dingen zu konkret. Und ja. Am Ende des Tages, ja, du frag mich nicht, warum es da keine Kreativität gibt bezüglich, wie man den Soli verwenden könnte oder wie man das generell mit der Einkommensverteilung in Deutschland mal machen würde. Ja, I don't know. Ja, man muss das Geld irgendwie unter, und du, unter und du die hast Leute aber vollkommen bringen. Recht, das ist ein super deprimierendes Thema. So, nächstes Thema. So, nächstes haben wir noch Thema? Ein Thema überhaupt? Ja, also wir haben ja jetzt 1,5 Stunden gepodcastet, beziehungsweise ein bisschen weniger, weil ich hier noch was rausschneiden muss. Und ich denke, ein Thema würden wir noch schaffen. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ganz kurz über Kevin Kühnert sprechen. Oh. Das würde auch zur SPD passen. Weil ich in der von dir eben erwähnten Zeit ist ja jetzt ein zweiseitiges Porträt über den guten Kevin Kühnert und ich finde die Art und Weise, wie die Medien mit Kevin Kühnert umgehen und er sich da aber auch in dem Ganzen verhält, einfach hochinteressant und das wollte ich einfach nur mal kurz ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir da so lange brauchen, weil es gab vor einigen Wochen den Spiegeltitel "Kommt jetzt Kevin", wo Kevin Kühnert als nächster SPD-Vorsitzender gehandelt wurde. Der Artikel bestand im Wesentlichen daraus, dass man einfach alle möglichen SPD-Menschen von hier bis Bischkek angeschrieben hat und sie gefragt hat, könnten sie sich Kevin Kühnert als Bundesvorsitzenden vorstellen. Dann haben so Leute wie, ich glaube, die Bürgermeisterin von Kiel oder so, die hat gesagt, ich könnte mir Kevin Kühnert als Bundesvorsitzenden der SPD vorstellen. Das war dann eine Vorabmeldung beim Spiegel. So, jetzt hier ist die Unterschrift, scroll mal bitte noch mal ganz kurz hoch. Die Unterschrift des Artikels ist, viele in der SPD fordern, dass Juso-Chef Kevin Kühnert für den Parteivorsitz kandidieren sollte. Das viele ist schon mal ganz geil. Anfangs klang das wie ein Witz, doch jetzt wird es ziemlich ernst. Und dann ist das also ein zweiseitiges Porträt von Robert Pautsch über Kevin Kühnert. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wieso ist das Bedürfnis in den deutschen Medien so groß, dass ein 30-jähriger, also ein 30-jähriger Juso-Vorsitzender, dessen politische Erfahrung im Wesentlichen daraus besteht, Juso-Vorsitzender zu sein, und Bezirksverordneter der Bezirksverordnetenversammlung Berlin
Tempelhof Schöneberg zu sein. Wieso ist das Bedürfnis der Medien so groß, dass dieser Mann jetzt der nächste SPD-Vorsitzende wird? Und die einzige gute Antwort, die mir darauf eingefallen ist, ist, dass es sich bei diesen fortwährenden Kevin Kühnert-Festspielen in den deutschen Medien einfach um, da geht es darum, die SPD als Ganzes zu ärgern. Also weil, also es geht, das ist einfach eine Provokation. Die, denn, ich kann das noch begründen, das Problem der SPD, und das haben doch die Vorsitzendenwechsel der letzten Monate muss man ja tatsächlich sagen, gezeigt, das Problem der SPD ist doch nicht, dass ihnen da jetzt irgendeine Heilsbringerfigur fehlen würde oder so. Die Probleme der SPD sind struktureller Natur. Das kann man so sagen. Das kann ich als ehemaliges Mitglied sagen, der also hier mitbekommen hat, im Kleinen, wie der, da habe ich ja auch schon drüber geredet in diesem Podcast, wie der Ortsverein, Abteilung heißt es hier in Berlin, das nicht hinbekommen hat, einen Wahlkampf zu organisieren, und zwar in mehreren Wahlkämpfen, also sowohl zur Abgeordnetenhauswahl als auch zur Bundestagswahl als auch zur Europawahl. Und ich habe das Gefühl, dass es halt eben nicht nur in Berlin so ist, sondern in der Fläche in vielen anderen Bundesländern auch so, dass die SPD, dass der mittlerweile vor Ort einfach das Personal fehlt und anscheinend auch so ein bisschen die Motivation, um das Ganze noch zu bespielen. Ja, es gibt ja auch eigentlich mehr potenzielle Kandidaten, wenn man mal die Gruppe derjenigen SPD-Politiker, von denen mehr als 30% der Bevölkerung mal was gehört haben, als potenzielle Kandidaten mal nimmt. Ja. Es gibt ja deutlich mehr aus dieser Gruppe, die ausdrücklich gesagt haben, wir machen das nicht, wir stehen nicht zur Verfügung, als es potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen gibt, die sagen, dass sie das tun. Und da sind ganz sicherlich Personen wie Gesine Schwan, die zusammen mit Ralf Stegner. Ralf Stegner anzutreten, gedroht, angekündigt hat. Das sind ja sicherlich alles ehrenwerte Leute, aber das ist doch auch eine etwas, das ist doch gar nicht ernst gemeint. Das ist doch so, das ist doch so eine sportliche Geschichte. Kevin Kühnert so hoch zu jessen, das kann doch auch nicht ernst gemeint sein. Das kann doch nicht ernst gemeint sein, dass Kevin Kühnert tatsächlich jemand zutrauen würde, dieses absurde Konglomerat, diese absurde Struktur tatsächlich beeinflussen zu können, dieser absurden Struktur Ideen vorzusetzen, die diese absurde Struktur dann konsequent und systematisch verfolgt. Das kann doch nicht im Ernst jemand glauben, dass es daran hängt. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob es das jemals gegeben hat, dass das ist diese Kandidatensuche, das ist ja der reine Versuch, alles richtig zu machen mit einem riesen Kompromiss, dass jetzt also wirklich auch jeder nochmal gefragt wird. Und ja. Das ist, also ich finde, völlig absurd. Ich finde diese ganze Kühnert-Geschichte umso absurder, als es ja erst 2 Jahre her ist. Nee, doch. Anfang 2017 wurde, da war ich sogar auf dem Parteitag, Anfang 2017 wurde in Berlin mit 100% der Stimmen Martin Schulz zum Bundesvorsitzenden der SPD gewählt. So, der Schulz-Zug.
damals 30% in den Umfragen. Spiegel titelte, Stern titelte, so nach dem Motto hier, das ist jetzt der nächste Bundeskanzler. Und der Absturz der SPD in diesem Bundestagswahlkampf war kolossal. Und der Absturz der SPD, nachdem sie in die Große Koalition gegangen ist, war noch kolossaler. Und die Art und Weise, wie die Medien mit Schulz umgegangen sind, war, wie ich finde, auch extrem. Also dieser extreme Hype am Anfang, so nach dem Motto, jetzt kommt da der SPD-Jesus. Und dann, als ich rausstellte, ja, war doch nicht, dann wieder dieses, ja, war doch nicht der SPD-Jesus. Ich meine, auf dem Sonderparteitag klären. Markus Feldenkirchen wird sich gefreut haben, der hatte da einen wirklich sehr, sehr guten, sehr interessanten und auch sehr erschütternden Spiegelartikel und ein sehr gutes und sehr interessantes und sehr erschütterndes Buch drüber geschrieben. Aber Martin Schulz hat es jetzt nicht unbedingt nach vorne gebracht. So, ja, und als ob das alles nicht passiert wäre in den letzten 2 Jahren, macht jetzt die Zeit nach dem Spiegel den zweiten Aufschlag, kommt jetzt Gebin. Ja, so. Ich glaube, es ist in der Tat eine Provokation, finde ich einen sehr interessanten Gedanken, der Versuch, wirklich es mal aufs Äußerste zu treiben, mal Chaos zu sehen, mal Blut sehen zu wollen, dass man mal wirklich guckt, wie sich da die so richtig ineinander verkeilen und kaputt gehen in der SPD. Und andererseits, gleichzeitig, die SPD ist ja kein Medienopfer. Nö, das nicht. Das kann man nicht zur Rechtfertigung der Partei sagen. Die versemmeln es ja auch wirklich, also die, wenn immer möglich, versemmeln die es ja. Ja, ja. Und es gibt ja kaum eine irgendwie überzeugende Festlegung in thematischer Hinsicht auf irgendetwas. Also selbst beim Soli kriegen sie es nicht gewuppt, wie wir vorhin festgestellt haben. Eine irgendwie sichtbare Position zu vertreten, das ist ein Thema, über das wir lange nicht gesprochen haben. Die Labour im noch Vereinigten Königreich, die Labour-Partei, deren Unfähigkeit, sich in der Brexit-Frage zu positionieren, deren Unfähigkeit zu sagen, wir sind einfach für oder gegen dies oder jenes, das ist ja schon eine Parallele, und die SPD ist noch nicht mehr in der Lage zu sagen, wir sind jetzt hier für diesen Parteivorsitzende oder für diesen oder für dieses Duo, die sind noch nicht mehr in der Lage zu sagen, wir sind für eine Doppelspitze, die sind gar nichts in der Lage. Die sind völlig gelähmt. Da kommt nichts, die werden sich auflösen. Und der Versuch ist, glaube ich, da so eine Komplettkatastrophe herbeizuführen, indem man jetzt auch noch Kevin Kühnert, von dem man halten mag, was man will, ob er das größte Talent der SPD aller Zeiten ist, ist jedenfalls oder nicht, er ist jedenfalls aktuell nicht in der Lage, die SPD zu führen. Das ist doch... Naja, sagen wir mal so. Den will man da jetzt natürlich in den Ring, sozusagen, und dann die Löwen reinlassen. Und ich kenne das natürlich aus eigener Erfahrung. Also erstmal, es spricht natürlich nichts dagegen, dass jetzt junge Leute nicht in der Lage wären, auch geil. Moment, ich will es ja sagen, ne? Aus eigener Erfahrung, ich bin ja selber mit 27 ins Abgeordnetenhaus gekommen, hatte da auch irgendwie viel Medienberichterstattung und so. Ich spreche ja jetzt nichts dagegen, dass man jetzt mit jungen Jahren keine guten Ideen hat oder so. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich noch, ich hatte tatsächlich die beste Berichterstattung als so Abgeordneter, aber auch, weiß ich nicht, Mensch des politischen Lebens. Ich hatte die beste Berichterstattung, als klar war, okay, der Christopher Lauer, der scheidet jetzt erstmal aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin aus und wird auch keinem nächsten Berliner Abgeordnetenhaus mehr angehören.
Da war irgendwie, da war ich eine sichere Bank. Da konnte man dann Artikel irgendwie drüber schreiben. Ach, wie toll wäre das, wenn der noch weiter Politik machen könnte. Aber geht halt leider nicht. Ne? Das ist schon irgendwie alles ein bisschen doof. Moritz von Uslar nannte mich auch in der Zeit in einem ganzseitigen Porträt als den begnadetsten Politiker meiner Generation. Ja. Davon kann man sich dann ein Eis backen. Tja. Will einfach irgendwie damit sagen, und das ist das Einzige, was ich da dann an Kritik an Kevin Kühnert an der Stelle hätte, dass ich mir die Frage stelle, was beabsichtigt er da gerade mit solchen Sachen, wie diesem Spiegeltitel und jetzt auch dieses Porträt über den persönlichen Öffentlichkeitsgewinn, also Gewinn an Öffentlichkeit durch die Berichterstattung hinaus. Weil, also ich finde, du hast vorhin diese ganze Debatte ja formuliert, also du hast ja skizziert, was das Problem im Moment beim SPD-Vorsitz ist. Da würde es ja schon gut tun, wenn er da die ganze Zeit gehandelt wird, als möglicher nächster Vorsitzender der SPD, sich da mal in irgendeiner Art und Weise zu positionieren. Könnte man sagen, immer so Artikel über sich schreiben zu lassen, könnte man doch mal sagen, was man macht. Ja, und das tut er ja nicht. Ne? Ja. Also weder in diesem Porträt in der Zeit wird es konkret in Bezug auf seinen SPD-Vorsitz, weder in Bezug auf... Auf den Spiegelartikel wird es konkret. Er wirkt da mit an dieser Berichterstattung, ja, aber er hält sich bedeckt. Ich habe neulich mal in so einen Podcast reingehört, wo er interviewt wurde, hier von der Eva Schulz, heißt sie, wo er dann auch sagte, ja, da bittet er um Verständnis, dass er da jetzt sich noch nicht so zu äußert und bla bla bla. Und da scheine ich zumindest ein Muster zu erkennen. Ihm wurde ja die Spitzenkandidatur angedient für die Europawahl, ja. Für die Liste der SPD, der Deutschen. Wollte er auch nicht. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Flügel in der SPD, die sich vorstellen könnten, dass Kevin Kühnert der nächste Bundesvorsitzende der SPD wird. Ich weiß halt nicht, was da sein Endgame ist, was er sich davon verspricht, der ewige Kronprinz zu sein. Weil man sieht ja an dem, wie du vorhin auch sagtest, sie lösen sich auf. Man sieht so ein bisschen am Verfall der SPD, ja, möglicherweise ist da demnächst gar nichts mehr, wo man Vorsitzender werden kann. Ja. Das scheint mir auch das Wahrscheinlichste zu sein. Und da möchte ich jetzt dann, ja, dann soll es noch mal richtig ein bisschen krachen. Ja. Ja, also vielleicht könnte man das auch mal mit ein paar Ideen oder Themen versuchen, SPD-seitig. Das hört man aber nicht. Also auch, wofür steht denn Kevin Kühnert? Für die Verstaatlichung von BMW. Ja. Ja gut, das war ja meine Kritik, als es dann um dieses Interview hier ging in diesem Podcast, dass es dafür dann wiederum zu dünn ist. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, könnte ich ihn mir jetzt tatsächlich vorstellen als den Vorsitzenden einer Regierungspartei, einer G8-Nation, aufgrund der politischen Erfahrung, die er so hat? Nö. Eher nicht. Eher nicht. Also ich finde ich weiß gar nicht, warum ich heute so ein Verteidiger von Lebenserfahrung und ein bisschen älter sein bin. Ich finde, man sieht sehr eindrucksvoll an zum Beispiel Sebastian Kurz, dass Jugend an und für sich jetzt auch kein Wert ist. Ne? So. Das macht der Sebastian eindrucksvoll deutlich. Wobei ich finde, ich habe jetzt nicht lange darüber nachgedacht, aber spontan würde ich sagen, die große zentrale Problematik an Sebastian Kurz sind ganz, ganz viele und ganz schlimme Sachen, aber nicht sein Alter.
Also das ist bei dem... Ja, aber vielleicht kommt das völlig unproblematisch. Ich habe gerade gedacht, noch irgendwie strafverschärfend hinzu oder so. Möglich, aber also da... Emmanuel Macron, gut, der ist natürlich auch gute 10 Jahre älter. Der macht einen Top-Job, der Meister. Siehste, so kann es gehen. Ja, ich würde es aber gar nicht auf Alter beziehen. Also das... Da bin ich sehr, nicht sehr offen. Nach eigener Einschätzung sehr offen. Ich glaube, es ist einfach eine Persönlichkeitsfrage. Und da erfüllt Kevin Kühnert vielleicht noch nicht, vielleicht niemals die Kriterien. Ich finde, was du angesprochen hast mit dem, wofür steht er denn, finde ich tatsächlich ganz interessant, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob ein Politiker, der genauso nebulös ist wie Kühnert, der aber zum Beispiel in Regierungsverantwortung ist oder so. Schwierig, ne? Ob der von der Presse genauso gehypt werden würde wie Kühnert. I beg to differ. Also, rhetorical question, ne? Meine Unterstellung ist ja einfach, da soll jemand hochgejazzt werden, damit man dann wieder, genau wie bei Schulz, wenn es nicht so funktioniert, schreiben kann, was war wohl doch nicht, ne? Schade. Ja, so. Wir haben jetzt 2 Stunden gepodcastet. Ich würde sagen, wir machen jetzt zu. Ja, wir suchen jetzt die bessere Stimmung, die noch bessere Stimmung. Man muss auch manchmal ein bisschen heute eine durchwachsene Folge, so ein bisschen. Man muss ein bisschen, ist auch noch ein bisschen Sommerloch. Wir grooven uns nach der Sommerpause, grooven wir uns langsam wieder rein. Wir suchen auch die Themen. Wir sehen. Ich habe ja auch auf Twitter gefragt, hat ja keiner geantwortet. Wirtschaft ist so ein bisschen ein Thema. Es geistert auch die Rezession, das Gespenst der Rezession geistert durch die Lande. Ein Quartal ist die Wirtschaftsleistung gesunken. Jetzt werden wir erfahren, ob es 2 Quartale hintereinander Rückgang des Bruttoinlandsproduktes gibt. Dann Rezession. Ach ja. Und dabei bleiben dann viele wirklich wichtige, sinnvolle, auch lustversprechende Themen auf der Strecke. Ja. Es ist ein freudloses Land hier manchmal. So, davon lassen wir uns nicht anstecken. Wir sammeln Freude und machen den lustigsten Podcast aller Zeiten. Genau, wir haben auch den lustigsten Podcast Deutschlands. Ja. Ja, liebe... Unterschwellig heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war also die 26. Folge von Lauer und Wehner. Zeit vergeht. Bin sehr beeindruckt, dass ich mir das merken konnte. Vielen lieben Dank, wenn ihr es geschafft habt, bis hierher euch das alles anzuhören. Wie ich eingangs sagte, wir freuen uns über eure Unterstützung. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut, ne? Tschüss. Tschüss.